Wir haben auch dabei heute Jeanette. Pia. Pia ist auch dabei. Und Jürgen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach einer von uns fragen. Vorne haben wir Apfelwein und Snacks. Und Mineralwasser haben wir auch da. Und Pfannkaffee geben kann. Und wir bemalen heute alle unsere coolen Bälle. Wer hat noch nie irgendwas mit Keramikmalen zu tun gehabt? Okay. Also ihr könnt quasi alles draufmalen, was euch einfällt. Das ist wie ein Stück Papier, nur in 3D-Form. Das heißt, alle Farben, alle Muster, alles Mögliche. Es gibt nur ein paar Regeln, wie man da befolgen muss. Das Coolste an der Sache ist, man kann mit Bleistift vormalen, direkt auf der Steinzeug, weil das im Ofen abbrennt. Das sieht man gar nicht mehr danach. Also das ist eine super Hilfe. Wir bemalen, also ihr könnt es auch so lassen, das bleibt dann weiß. Wir tauchen das Ganze nochmal in eine klare Glasur, damit das alles überall schön zu ist, damit man das auch wirklich benutzen kann. Das heißt, alles, was nicht bemalt wird, bleibt weiß. Es stehen hier so ein paar Bämbel rum. Manche davon sind matt, wie dieses hier. Matt wird es nicht. Das ist eine andere Glasur. Das haben wir jetzt hier nur stehen als Beispiel. Das wird glänzend werden, wie die anderen, die rumstehen. Also richtig schön, klar, nicht glänzend. Wer einen Untergrund, eine Hintergrundfarbe malen möchte, haben wir diese große Pinsel für. Die sind klasse, weil die halt eine große Fläche auf einmal zu abdecken. Wir haben vorne weiße Abdeckfarben oder Hintergrundfarben, Entschuldigung, in weiß, in diesem klassischen Grau, Bämbelgrau. Das ist ein bisschen wärmer als, das ist so eine kalte graue Farbe. Unser ist ein bisschen wärmer. Und wir haben Pink und Hellblau. Okay. Dann haben wir noch, ich habe leider, also ihr müsst nicht diese Farben nehmen, aber die sind halt da, weil das sind so die gängigen Farben, die man gerne nimmt als Hintergrund. Dann haben wir noch diese Farben, die ihr dann nehmen könnt, als Dekofarben. Damit könnt ihr malen Blumen, die Apfelblütenmuster, ihr könnt Tiere malen, ihr könnt Namen schreiben, ihr könnt... Ihr könnt den Dschungel malen, ihr könnt den Attila malen oder den Kölner Eft. Die Commerzbank Arena. Ja. Alles. Wir haben verschiedene Werkzeuge für euch. Also wir haben auch Klebeband, wenn jemand was abkleben möchte. Das funktioniert aber nur auf dem rohen Ton jetzt. Also wenn einmal gemalt ist, haftet das nicht mehr so gut. Mit Feingefühl und ein bisschen Geduld geht das auch, aber das funktioniert besser auf dem rohen Bämbel. Bleistift. Achso, dann haben wir diese coole Dinge für Punkte, falls jemand möchte. Und wir haben auch Schwämme zum Tupfen, wenn jemand möchte. Und wir haben auch noch die Farben Schwarz, Rot und Blau in kleinen Flaschen, wo man schreiben kann. Oder Deko, so wie bei der Seidenmalerei damals, diese kleine Tüte, Flaschen mit dem Segel da vorne. Jeder hat jetzt so einen Zettel, wo man seinen Namen und großen, mittel, kleinen Bämbel draufschreibt. Und da sind unten 6 kleine Striche für Farben. Die Farben sind hier auf 3 Fliesen verteilt. Wir gucken mal, wie wir die jetzt gleich. Das sind 3 Stück. Verschiedene Tische haben wir. Da müssen wir halt teilen. Ich habe leider nur 3. Das sind die Farben, die wir haben. Schreibt einfach eure Farben da drauf. Ihr könnt natürlich mehr Farben haben, aber unsere Näpfe haben nur 6 kleine Dinger drin. Deswegen 6. Das wird aber auch 9 oder 12 oder 20 Farben nehmen. Nee, stimmt. Wir haben nur 9. Eine letzte Sache, die Farbe ist relativ transparent. Das heißt, ein bisschen so aquarellmäßig denken. Das heißt, helle Farben auf dunkle Farben sind nicht so prickelnd, weil die sieht man nicht so gut. Also ein bisschen planen. Wenn man jetzt hell irgendwas haben möchte auf einem dunkelblauen Hintergrund, muss man das aussparen. Also freilassen und dann gelb malen oder pink oder was auch immer. Man kann auch in die Farbe reinkratzen, wenn sie dick genug drauf ist. Da kann man auch was rein
malen auch quasi mit dem Stiel vom Pinsel. Wie lange geht das? Also trocknet die Farbe? Die Farbe trocknet sehr schnell. Okay. Man kann wirklich relativ schnell weiterarbeiten. Sobald die nicht mehr glänzt, ist das trocken. Okay. Für als Basis so bei einer Schicht ist die Farbe wirklich so ein bisschen wie Aquarell. Vor allem ist das wichtig beim Hintergrund. Bei der zweiten Schicht ist das dann ein bisschen dichter, da sieht man aber immer noch ein paar Pinselstriche. Und wenn man dann dreimal drüber gegangen ist, dann ist das alles schön einen glatten Hintergrund. Denkt dran aber, das ist Handarbeit, das ist nicht so getaucht wie die hier. Die werden ja einmal in grauer Farbe. Wir machen das ja mit Pinsel. Also man wird das schon noch sehen, dass es Handarbeit ist. Aber wenn ihr dreimal drüber geht mit der Hintergrundfarbe, reicht, dass das man die Striche dann nicht mehr so sieht, so wie hier. Das ist eigentlich dreimal drüber, das ist gut. Ist das pink? Das ist gemischt, das ist weiß. Das kann man auch mit Farbe kann man mischen. Und wir haben ein ganz helles Pink. Und wenn man aber die Details so macht, da muss man nicht zwingend dreimal drüber gehen, weil wenn die Farbe so konzentriert und kleine Punkte, das ist schon dick genug, dass es kräftig genug ist, dass man das sieht. Da muss man jetzt nicht fünfmal über die Schrift gehen, nur bei den großen Flächen. So, habt ihr noch Fragen? Wenn man, kann man die Farben auch mischen? Ja. Also, ja. Wenn man jetzt wieder oben bei dem Bild mit der Puste drin ist, so verschiedene Töne da, also blau-türkistöne mischen möchte, geht das auch als Hintergrund? Ja, dann würde ich einen Schwamm nehmen. Okay. Weil da kann man gut da ein bisschen ineinander mischen und umstehen. Also man macht zuerst die Grundierung? Erst die Grundierung muss man nicht, aber das ist natürlich am besten, weil dann kann man einfach weiterarbeiten. Und lässt dann da, wo das Motiv sein soll, bleiben? Wenn das ein helles Motiv ist, ja. Wenn das ein dunkleres Motiv ist, nein. Es kommt darauf an, wie dunkel deine Hintergrundfarbe ist. Die, die wir haben, sind alle relativ hell. Wenn man das Bleistift vorzeichnet, macht man das vorm Grundieren oder nach dem Grundieren? Kommt drauf an, welche Hintergrundfarbe du nimmst. Weil bei den hellen Farben bei sieht Grau. Man den... Wenn du jetzt dreimal drüber gehst, würde ich dann vielleicht den Bleistift nochmal draufnehmen, wenn es einmal draußen ist. Aber das kann sein, dass es dann verschwindet. Mit Pink sieht man das noch. Das könnte man testen. So, die speziellen Farben vielleicht, dann machen wir jetzt gleich, sonst wird es hier so unruhig und dann hören wir uns alle nicht mehr. Genau, und dann sind wir jeder hat Farben und dann kommt ihr. Gerne. Und wir sind jetzt vorne, wer dann Farben ausgesucht hat, kommt einfach nach vorne zu uns und wir verteilen euch die Farben, die ihr braucht. Und genau, die Farben ist wirklich sehr. Cool! Ich